So, der Baum ist fast decayed. Das heißt, wir haben hier wieder freie Fläche und 17 Dinger dabei. Die müssten eigentlich reichen. Das heißt, ich kann ja gleich mal neue Bäume anbringen. Ich würde da gerne mal was anbringen. 1, 2, 3. Bup. 1, 2, 3. Bup. 1, 2, 3. Bup. 1, 2, 3. Wunderbar. 1, 2, 3. Bup. 1, 2, 3. Bup. 1, 2, 3. Prima. 1, 2, 3. Bup. 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 Hier passt es leider nicht. Das ist ja blöd. So, komm, die holen wir uns gerade mal. Dann können wir hier noch ein paar Bäume setzen. Und dann lassen wir mal die Plantage hier so stehen, wie sie ist. Boah, apropos Plantage, da fällt mir gerade was ein. 1, 2, 3, bupp. 1, 2, 3, bupp. 1, 2, 3, nein, bupp. 1, 2, 3, bupp. 1, 2, 3, bupp. Als ich nämlich klein war, da hat man nämlich so eine Plantage bei uns. 1, 2, 3, bupp. 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 Ich erzähle gleich weiter, vielleicht. 1, 2, 3, bupp. 1, 2, 3, bupp. 1, 2, 3, bupp. Ja, mehr haben wir leider nicht dabei. Mist, da fehlen nur ein paar. Na egal. Bone Meal können wir jetzt eigentlich auch zwischenhauen. Haben wir natürlich nicht mit, aber können wir gerne mal zubereiten, gerade eben so ein bisschen was. Ich wollte gerade erzählen, wir hatten dann so eine Plantage da. Da, wo ich aufgewachsen bin. Im Ghetto sozusagen. War wirklich Ghetto. Also ich bin tatsächlich so ghetto-mäßig aufgewachsen. Multikulti, verstehst du? Und da war das so, dass ich das, Lied erstmal gewechselt habe, auch wenn es sehr schön ist. Und ja, da war das auf jeden Fall so, dass das waren so Vorkriegsgärten. Und die waren halt zerbombt. Im Krieg wurden die zerbombt und dann sind die ganzen Gärten so ausgewildert und so weiter und so fort. Und dann wucherten da ohne Ende die Apfelbäume, die Birnenbäume, Pflaumen, ja, also Zwetschgen und Mirabellen und Himbeerbüsche und Erdbeeren wuchsen da und Brombeerbüsche und. Das war quasi wie so ein richtiger Obstladen direkt vom Baum. Ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie gesünder ernährt. Da war ich wirklich jeden Tag unterwegs. So richtig draußen, an der Sonne war ich da. Die Sonne! Und tummelte mich in grünen Auen und Wiesen. Boah, das war aber eine ziemlich geile Zeit. Da hat man sich in so einem riesen Busch, da war drunter so eine Höhle und so, da war man halt selber noch Stöpsel, da hat man drin rumgehockt und ich hab doch da gerade noch einen Zombie gesehen. Verarsch mich doch nicht so. Oh, aus dem Zombie ist ein Baum gewachsen. Oh, wie schön. Erinnert mich an den einen Kurzfilm von Gronkh.de. Unter der Rinde, oder wie der hieß auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, hier könnten dann eigentlich auch noch Bäume hin. 1, 2, 3, bupp. Und dann müsste ich da eigentlich noch weiter nach hinten bauen. Oder ich müsste den Weg ein bisschen kürzen. Ich weiß es noch nicht genau. Oder ich lasse das einfach so. Und dann mache ich hier einfach so einen Park hin. Also so ein Park, nicht so eine kleine Bank und so. Und dann kann man im Sommer, kann man sich hier so hinsetzen, schön. Ach, das wäre schön. Und während die Grillen zirpen, ich könnte auch hier so ein bisschen, hier mal so eine Bank hinstellen, ne? Oder hier vielleicht mal ein Bäumchen oder so einen kleinen Park anlegen oder sowas. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Dann guckst du halt hier über den Hafen. Ich weiß halt nicht, ob das das Geilste wäre. So, Freunde, was ich jetzt mal mache, ich wechsle jetzt mal die Baustelle. Das muss einfach mal sein. Was kann ich denn hier lassen? Gravel kann ich auf jeden Fall hier lassen. Jetzt sind wir so lange hier rumgelaufen, es wird echt Zeit, mal wieder was anderes zu machen. Ich müsste eigentlich mal wieder mehr Baustellenhopping betreiben. Ich weiß, ich wollte es lassen, aber ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Weil sonst, man kann sich halt so lange an den Orten, huch, an den Orten festbeißen, das ist ja schon nicht mehr schön eigentlich. So, Sand. Wo haben wir denn den Rest, was wir brauchen? Gravel tue ich mal hier zum Sand.
macht das Ding eigentlich hier? Den nehme ich mal mit. Der gehört eigentlich gar nicht hier rein. Die Leitern vom Pilz haben wir noch. Die Knochen und Bone Meal. Das Holz können wir, das können wir mal mitnehmen eigentlich. So, um die Baustelle zu wechseln, tue ich Folgendes. Und der ein oder andere sagt jetzt, ne, ist nicht wahr. So, das kommt da unten rein. Der Sapling, den... Eine Schaufel brauche ich, glaube ich, eher nicht. Eine Leiter könnte ich gebrauchen. Ach, apropos Schaufel, ich nehme die einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht, wenn sie schon mal da ist. 54 Glaspanes. 47 Glas, ich glaube. Boah, da habe ich ja noch ein anderes Projekt vor. So ein Mega-Projekt hatte ich auch noch vor. Ach, schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe das Gefühl, ihr düdelt nur WoW-Musik. Mau. Mau, mau. Mau, mau, mau. So, zack, zack. Ach, das sieht ja... Huch, ach, das sieht jetzt ganz anders aus. Ich muss mal gucken, dass das Mikrofon nicht übersteuert. Ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal die Pfeile hier raus. Die sind ja relativ witzlos da drin. Tu die mal hier rein. So, haben wir das auch mal erledigt. Und jetzt... Boah, Alter, ich sehe hier gar nichts, weil die Schafe so weiß sind. Das, boah, das brennt mir gerade voll die Augen aus. Ja, 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 ist ja gut. Alter, ich sehe nur noch weiß. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Der Himmel. Uhuhu, der Himmel. Also für ein paar Sprüche kommt man, glaube ich, eher in die Hölle, die man so gerissen hat. Aber das sind ja eher Sprüche, die man so in privaten Kreisen reißt und nicht im Let's Play, weil die sind dann doch schon ein bisschen gehaltvoller, sage ich mal, oder ein bisschen derber. Sehr schwarzhumorig teilweise. Ich glaube, das würden einige Leute gar nicht verstehen. Und dabei meine ich jetzt nicht die Kiddies, sondern ich meine wirklich dann mehr so jene Leute, die sich selbst ein wenig zu ernst nehmen. Ne? Also wenn wir mal über Zeugen Jehovas lästern oder über Scientology oder über Randgruppen wie zum Beispiel Polen oder Türken oder Russen oder zum Beispiel auch Asiaten oder andere Asiaten. So, siehst du, und jetzt, spätestens jetzt, gibt's schon wieder Dresche, weil ich es gewagt habe, die Wörter zu sagen. Wörter wie zum Beispiel Pole. Das sind nämlich ganz böse Wörter, ganz schlimme Wörter. Polen fühlen sich dann, oder viele Polen fühlen sich dann sofort auf den Schlips getreten, obwohl die meistens gar keinen anhaben. Nein! Nein! Verpisst euch! Na also, muss ich mich später drum kümmern. Will ich jetzt gar nicht. So, die Shias lass ich einfach mal hier. Boah, dann überlege ich gerade, soll ich das wirklich machen? Ich überlege gerade, die ganzen Scheiben da ringsrum durch dünne Glasscheiben zu ersetzen. Boah. Ist natürlich ein Vorhaben. Ich überlegte mal einem Eis-Sandwich. Und ich sagte ja, warum nicht? So kann ich das Let's Play wieder künstlich in die Länge ziehen. Was bei 600, knapp 600 Folgen ja auch total Sinn macht noch. Boah, sieht so geil aus hier. Ich finde diese Wiese hier einfach so geil. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das so ein bisschen. Schon sehr geil. So, Freunde, lasst mal gucken. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Stand der Dinge da oben ist. Wir waren schon 1000 Jahre nicht mehr im Wolkenpalazzo. Und nun aber. Der Wasserfahrstuhl ist inzwischen, glaube ich, auch buggy. Wegen der neuen Wasserströmung. Die zwischendurch ja auch buggy war. Und der hat sich nicht mehr beruhigt. Boah, windig hier oben. Ist ein richtiger Winddiesel.
Boah, wie geil das von hier auch aussieht jetzt. Auch mit dem Zugefrorenen da, muss ich mal sagen, ist doch ganz geil. Und mit der Wiese da unten und so. Kann man schon anbieten. Und hier? Boah, ist schon ziemlich krass eigentlich, was wir hier so gebaut haben. Da hinten das, dann hier das, da jetzt der Dschungel, der kommt da auch noch hin. Hier der Weg zum Bauernhof, da der Bauernhof an sich. Hier noch der Durchgang, da müssen wir auch noch weitermachen. Dann kommt da der Wald mit der ehemaligen Monsterfalle, die schon gar keine mehr ist, die früher auch ganz anders aussah. Da hinten die Baumbude, wo wir auch noch rein müssen, also das, der Hausbaum. Und unsere gute alte Sommer-Winter-Residenz und natürlich der Leuchtturm nicht zu vergessen. Mit Lava durchtränkt. Im Nordpolarmeer. Hallo, Wolkenpalazzo. Boah, waren wir lang nicht mehr hier. Hier wollten wir noch einen Pool draus machen, ne? Genau, da habe ich ja die Glasscheibe erweitert, extra deswegen. Ach du Scheiße, wie machen wir das jetzt? Ach krass, jetzt fliegen wir über diese, dieses Geflinse von den Scheiben, sieht man jetzt hier auch. Und vor allen Dingen wurde die Bauhöhe ja erweitert und dazu kommen wir später. Da möchte ich nicht runterfallen. Schon ziemlich geil. So, die Frage bleibt nach wie vor, Wolle haben wir? Boah, die Lightspots sehen hier ganz schön hässlich aus mit dem Default-Texturenpack. Hier hat man so eine kleine Bücherlese-Ecke zum Chillen, einfach so. Ach, jetzt sieht man den Leuchtturm von hier auch so gut, wenn man hier chillt. Cool. Jetzt ist die Frage, ich probiere mal gerade an dieser Ecke hier, probiere ich das gerade mal aus. Ah, okay. Ach, dann habe ich da kein Glas verwendet. Ich weiß noch nicht genau, ob das so aufgeht. Ich wollte mal versuchen. Ich weiß nicht genau, ob es geht. Nein! Ich habe auf Shift gedrückt, Alter. Wieso fällst du trotzdem runter? Boah, so ein Abfuck. Wie soll ich jetzt nach oben kommen? Wir haben keine Erde dabei. Ach so, vielleicht so. Jetzt haben wir ja Erde dabei. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt gewesen gerade? Ich habe die ganze Zeit brav Shift gedrückt und trotzdem legen wir uns voll aufs Maul. Na, das wird ja lustig. Aha, Grafikfehler. Na, das kann ja heiter werden, ne? Ich sag jetzt schon mal Tschüss, oder wie? Okay, ja, ich werde einfach ganz vorsichtig, Jans. So, kann ich da auf Glas jetzt Scheiben bauen? Ja, es geht, wunderbar. Dann machen wir nämlich so eine Glasummantelung. Und ich hatte auch gedacht, ob man den Boden aus Glas machen kann, aber das ist ja witzlos, wenn da drunter der Berg ist. Wäre eher cooler bei einem Luftschloss. Das war ein Hinweis. So. Ich würde mal sagen, ich mache mal testweise. Hier können wir ja, glaube ich, gefahrlos rumbauen. Ich glaube, hier oben kommen keine Creeper. Und für den Notfall... Ich glaube, auf Wolle spawnen die nicht, oder? Für den Notfall habe ich ja immer noch das Bettchen anbei. Warte, die Leiter können wir auch gleich verwursten. Machen wir hier einfach zack, zack. Und das Bettchen stellen wir erstmal... hier so hin. Oder warte, 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 warte. Vielleicht stellen wir es ja eher hier so hin. Ich hoffe nur, wir fallen dann nicht gleich raus. Schöne Aussicht. Puh. So, da unten ist der Wasserfluss im Arsch, da müssen wir nochmal alles abschöpfen und hier ist auch blöd, weil das so in die Mitte treibt. Das machen wir aber alles noch. Erstmal gucken wir hier den Riss in der Welt an. Oh nein, the end of the world! Übersteuerung! Ist ja wie in Deutschland, völlig übersteuert. So, scheiße, jetzt traue ich mich nicht nach rechts zu gehen, weil ich habe Angst, dass ich mich gleich aufs Maul packe. Kann ich das von hier aus? Ja, ja, ja!
Ja! Boah, Schwein gehabt. So, dann gehe ich hier mal da, da. Müssen wir leider alles neu machen, die ganzen Wände, so leid es mir tut. Eigentlich tut es das nicht, aber pff, ich sag das mal so provisorisch. So, und da können wir mal die alte Drecknase da unten wegmachen. Tiefer kommen wir, glaube ich, nicht, ohne uns selbst zu gefährden. Und das möchte ich gerne zu verhindern wissen. Ach, scheiße, jetzt ist ja... Ach nee, wir können ja hier so einen Glasring machen außen. Oh, wir werden bald wieder bei Andreas vorbeischauen, wie es aussieht, Freunde. Ich hoffe, ihr habt den guten Andreas nicht allzu sehr vergessen. Er freut sich auf unseren Besuch. Andreas mag dich. So, ich weiß jetzt nur nicht, das Blöde ist, dass es da unten noch tiefer geht. Warum geht es denn da noch tiefer? Ich weiß es gar nicht. Aber das war jetzt nicht so schlau. So, warum auch immer ich da Glas hingesetzt habe, ich weiß es nicht. Aber das muss ich wegruppen, weil es von oben sonst scheiße aussieht. Das heißt, ich muss hier leider einmal Glas verschwenden. Wupp. Wieso habe ich das gerade gemacht? Ach genau, hier ist ja dann Wasser. Genau, genau so war das. Okay, pass mal auf. Ich mache, bevor ich jetzt hier Dönigens mache, haue ich hier erstmal den Rand drauf. Das sieht jetzt vielleicht so ein bisschen schäbig aus, ne? Scheiße. Ich habe ja vergessen, dass das hier eine Absenkung ist. Da kommt mir gerade eine Idee. Warum soll ich das überhaupt abgesenkt machen? Pass mal auf. Also ich mache das dann natürlich abgesenkt, aber ich mache dann hier so. Hier mache ich dann auch nochmal den weg und dafür den hin. So, dann hier weg, hier weg, hier weg. Für suizidale Tendenzen. Das lasse ich einfach offen. So mache ich das nämlich. So, dann mache ich hier nämlich einen schönen Balkon einfach. Verstehst du? Hm. Sieht das gut aus oder eher schäbig? Sag doch mal. Ich könnte natürlich auch dann oben, also einen Halbbalkon lassen und da oben natürlich dann auch mit Glasverkleidungen arbeiten. Das würde natürlich auch gehen. So, wupp, wupp. Und dann müsste das hier in der Höhe... Da müsste dann das Ding drauf. Hier kommt ja dann Wasser rein, genau. Und hier müsste dann... Ich sehe nichts. So, okay, das müsste gehen. Machen wir einfach hier, 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 so. Oh. Ah. Alpia. Dann haben wir da auch so einen Rahmen drum. Dann würde ich sagen, das kommt auch alles weg hier einfach mal. Und das müsste, genau, das kommt dann auch weg. Boah, es gewittert schon wieder. Okay, da komme ich aber rum, ne? Genau, Gott sei Dank. So, und hier müsste ich eventuell Glassäulen machen. Dann mache ich da Glassäulen und der Rest wird Fenster. Einfach damit es ein bisschen, ne? Ein bisschen effektvoller ist. Falls das ist, ich weiß es nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Also auf jeden Fall müssen wir noch bei meinem guten Freund Andreas vorbei. Da hilft alles nix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
So, ich mach mal hier oben einfach gegen. Zack. So, dann haben wir hier eine Glasscheibe, wo man auch ein bisschen rausgehen kann. Also hier ein bisschen nach unten gucken. Ist, glaube ich, cooler als die alten Glasklötze. Und dann haben wir hier jeweils immer an den Glasdingern daran. Sieht eigentlich auch cool aus, wenn ich das so als Glasrahmen lasse da oben, ne? Oder? Wenn ich das nicht durchgehend mache, sondern wenn da oben tatsächlich noch ein so eine Glasblockreihe ist und dann hier in der Mitte so eine Scheibe im Glasblock drin. Sieht, glaube ich, irgendwie ein bisschen geiler aus.